Hey und willkommen zur neuesten Folge der MSV Duisburg Karriere und der vermutlich letzten Folge in der dritten Liga, denn wir beenden heute tatsächlich die komplette Saison. Ob wir jetzt die komplette Saison beenden, sei mal dahingestellt. Es kann sein, dass es nochmal einen extra Part geben wird, wo wir ein bisschen auf Statistiken eingehen werden und so. Es kann aber auch sein, dass wir das alles noch in diesem Part machen. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, kommt drauf an, wie wir jetzt hier alles in einem vorankommen. Denn wir haben ein paar Spiele vor uns. Wir werden definitiv gegen Zwickau spielen. Die hängen uns nämlich direkt am Arsch und sind auf dem zweiten Tabellenplatz. Dann gibt es eigentlich noch ein Traditionsduell gegen Kaiserslautern. Es gibt noch ein Traditionsduell gegen 1860 München, gegen Mannheim. Es sind eigentlich unfassbar geile Partien dabei. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir eine Menge simulieren werden, damit wir tatsächlich in diesem Part alles von der dritten Liga beenden können. Wenn wir uns jetzt die Tabelle anschauen, sehen wir einfach direkt, Zwickau hat nur einen Punkt weniger als wir und ist aktuell Zweiter in der dritten Liga. Das bedeutet, ein Sieg gegen Zwickau wäre absolut mega geil, wenn wir den ein bisschen weiter weghalten könnten. Und der erste Platz wäre natürlich umso geiler, weil wir dann auch mehr Geld für die zweite Liga zur Verfügung hätten. Und das wäre extremst wichtig, denn so ganz zweitligatauglich ist unser Kader, glaube ich, noch nicht. Und deswegen würde ich daran extremst gerne arbeiten. Und sind wir mal ehrlich, Drittligameister ist immer noch geiler, als Zweiter aufzusteigen. Ne? Das ist halt immerhin so eine Art Trophäe. Und wenn ihr Bock habt auf diese Folge, ne, lasst jetzt schon sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich extremst freuen, ist auch extremst einfach für euch, kurz minimieren, den Daumen da lassen. Und natürlich am Ende des Tages auch eine Meinung da lassen. Und eventuell natürlich auch Transfervorschläge. Davon habt ihr nämlich schon einige da gelassen. Und darauf gehen wir auch mal ganz kurz ein. Und wie ihr es auch von mir kennt, ich versuche natürlich wie immer auf eure Kommentare einzugehen, beziehungsweise darauf zu antworten. Das kennt ihr ja so von mir. Schauen einmal in die Transferzentrale rein und eine der wichtigsten Positionen, die wir auf jeden Fall brauchen werden, ist ein neuer Torwart. Weinkauf wird uns verlassen und ist wahrscheinlich auch ein bisschen teuer, denn der hat eine Gesamtstärke von 72, 73 und ich bin ehrlich, wir werden nicht ewig viel Geld bzw. unfassbar viel Geld in der zweiten Liga zur Verfügung haben und dann können wir nicht direkt 5 Millionen für einen Torwart ausgeben. Denn wir müssen natürlich auch noch andere Mannschaftspositionen verstärken. Deswegen könnte es möglich sein, dass wir erstmal ein Downgrade im Kauf im Tor nehmen müssen. Allerdings mit einem Spieler, der vielleicht auch etwas jünger ist, beziehungsweise auch noch ein bisschen Potenzial hat. Zur Not hilft eventuell auch das dynamische Potenzial. Ist natürlich ein bisschen kacke in der zweiten Liga, direkt eine Position zu schwächen, aber ey, was soll man machen, ne? Wir haben mittlerweile auf jeden Fall ein paar Torwerte auf der Liste. Sei es Mantel, Müller, Unbehauen, Hiller, Köhn, Damen, Flecken, Plogmann. Und ich muss sagen, wer ein bisschen heraussticht, ist tatsächlich Philipp Köhn. Was feiere ich an dem? Der war schon in der Duisburger Jugend, wurde mir in die Kommentare geschrieben, habe ich da natürlich auch nachgeforscht und das war tatsächlich so. Und er hat natürlich auch ein Real Face, was natürlich auch immer ziemlich cool ist, eine Karriere zu spielen und möglichst vielen Spielern, die tatsächlich ein echtes Gesicht haben. Das bedeutet, der wäre eventuell tatsächlich eine Möglichkeit, den wir uns holen können in der zweiten Liga. Sollte auch nicht allzu zu teuer sein, ich weiß gerade seinen Wert nicht, hat glaube ich eine Gesamtstärke ein bisschen unter 70, müssen wir mal gucken, ist 23 Jahre alt, wird aber bald 24 sein. Von daher könnten wir gucken, ob der nicht eventuell der Ersatz wäre. Ich würde ihn auf jeden Fall feiern. Wen ich mir auch mal rausgesucht habe, ein weiteres Innenverteidiger-Talent, wäre eventuell Nnamdi Collins. Kenne ich tatsächlich durch Ultimate Team, beziehungsweise durch Videos zu Ultimate Team. Ich selber spiele es ja nicht. Und da hat er schon echt krass geile Werte. Und sollte er sich in etwa bis da, ja, in die Richtung entwickeln, wie die Karte bei Ultimate Team, wäre das schon sehr, sehr krass. In echt zum MSV gewechselt, Marvin Knoll, sein Vertrag läuft hier bald demnächst aus, den könnten wir also auch kontaktieren, hat allerdings auch nicht die höchste Gesamtstärke, ich glaube so um die 67, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, ob der uns hier bei FIFA in unserer Karriere gerade groß weiterhelfen würde. Ansonsten würde ich sagen, mega geiler Transfer, also ich feiere Knoll, der war ja auch schon mal im Jahr 2013 beim MSV, beziehungsweise sollte beim MSV anheuern, hat dann aufgrund des Lizenzentzugs nicht funktioniert. Aber ich feiere den, ist Mentalitätsspieler. Der hat Eier auf dem Platz und das feiere ich. Und der wird den MSV definitiv in echt weiterhelfen. Ich weiß gerade allerdings nicht, ob er es hier in FIFA tun würde, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ansonsten haben wir jetzt auch mal auf der Liste tatsächlich in die Davi, einen erfahreneren Spieler, genauso wie Clement. Allerdings natürlich wie immer Lukas Daschner und Dayaku finde ich auch mega interessant. In echt auch zum MSV gewechselt ist John Yeboah. Von dem hat man, glaube ich, auch in echt schon ein bisschen was gehört. Der ist leihweise von Willem Tilburg jetzt erstmal zum MSV gewechselt. Ich hoffe, dass man da nur so eine Art Option oder so hat. Sollte er tatsächlich einschlagen, wäre mega nice. Ich bin auf den Spieler gespannt. Ich habe schon ein bisschen was von dem gehört, als er in der Jugend von Wolfsburg war. Ansonsten habe ich nicht viel Ahnung zu dem, bin ich ganz ehrlich. Wir gucken einfach mal, was für eine Gesamtstärke der hier hat. Und natürlich eine wichtige Position. Mölders wird nicht jünger, ist eine Stürmerposition. Ich bin ehrlich, Marvin Pieringer fände ich sehr interessant. Oder wir holen wieder einen etwas älteren. Und zwar läuft der Kontrakt, beziehungsweise der Vertrag von Nils Petersen aus. Und den würde ich mega feiern, würden wir es hinkriegen, den in der nächsten Saison zu verpflichten. Sei es jetzt, dass er ein freier Spieler wäre, wäre mega geil. Abdullahi wäre auch eine Möglichkeit. Der Vertrag von Al-Ghadoui läuft ebenfalls aus, wäre auch eine Möglichkeit. Aber da würde ich auf jeden Fall sagen, wir warten dann tatsächlich, bis wir in der zweiten Liga sind, die dann eventuell freie Spieler werden. Ebenfalls würde ich Steffen Tigges immer noch feiern. Uja wäre auch eine Möglichkeit, sein Vertrag läuft nämlich auch aus. Sollen wir einen mit Transferablöse kaufen müssen, würde ich auf jeden Fall Steffen Tigges oder Pieringer bevorzugen. Vrid wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und sollte es tatsächlich ein Duell zwischen Petersen oder Al-Ghadoui und Berggren werden, dessen Verträge auslaufen oder beziehungsweise Uja,
wäre es natürlich mega geil, Nils Petersen zu verpflichten als freien Spieler. Würde ich mega feiern, weil ich Nils Petersen auch einen echt unfassbar sympathischen Typ finde. Denn ich weiß nicht, ob er nicht ein bisschen zu teuer wäre, würden wir ihn uns quasi mit Ablöse kaufen müssen. Aber eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare. Ich labere euch hier zu. Und damit gehen wir jetzt ins 6-Punkte-Spiel gegen Zwickau, die aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz sind. Es geht hier mehr oder weniger um den ersten Platz in der dritten Liga. Ich würde mal sagen, ja, safe aufgestiegen sind schon beide Vereine, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ihr könnt die Aufstellung sehen. Wir spielen heute mit Sommer in der Rechtsverteidigung, Şahinoglu über links. Ja, Stoppelkamp, unseren Kapitän, über links und Noel über rechts. So, jetzt gehen wir auch rein, bevor ich mich noch mehr verplappere. Da sind wir im Spiel. Die Trikots kann man erkennen. Sehr gut. Es gab ja ein neues FIFA-Update. Das bedeutet, die Jugendspieler erkennt den Bug mit dem Trikots, dass man zum Beispiel keine Trikotnummern hat, beziehungsweise dass die Arme aussehen wie Spaghettis. Der ist endlich behoben. Und das werde ich euch gleich auch nochmal anhand von McDonald's tatsächlich zeigen, unseren talentierten Jugendspieler, der jetzt endlich wie ein normaler Spieler aussieht. Ja, warum spielen sich gerade alle unsere Spieler so unfassbar behäbig? Was wurde am Gameplay wieder geändert? Naja, egal. Frei. Da ist Bug hier. Komm schon, Junge. Boah, war der stark gehalten. Schade, aber gute Möglichkeit. Na, Noel, der ist ja links stark von Gembalis. Der kommt da mit seinem Tempo gut raus. So, Şahinoglu. Frei. Schuler. Komm schon, Junge, setz dich durch. Er setzt. Komm schon, Marit. Es ist das 20. Saisontor von Jan-Lukas Schuler, Alter. Nice. Geil. Boah, der spielt so eine geile Saison, der Junge, ne? Ey, das war so eine gute Empfehlung damals von euch, den zu kaufen. Also wirklich, es hat sich mega gelohnt. 20 Saisontore, mega geil. Und damit sind wir safe auf den ersten Platz in der dritten Liga frei mit dem Pass. Und Schuler setzt sich da unfassbar gut durch. Und der haut den sowas von geil in den Winkel. Leck mir am Hodensack. Geil. Schuler, schöner Pass auf Bakir. Ich warte gerade auf Off. Stark. Bakir. Dann wieder gehalten. Schade. Aber war gut gespielt. Wir sind so kurz davor vom 2-0. So, jetzt ein Angriff. Bas Bakalorz, ja, der braucht eine Gelb. Dann ist Bakar, der holt sich eine Gelb. So, Rot? Was? Ach, komm schon. Ich kann doch nicht damit rechnen, dass der Typ plötzlich so abstoppt, Alter. Oh mein Gott. Alter, ich war mir so sicher, dass das eine Gelb wird, ne? Noel, starker Pass. Schuler, komm schon. Stoppelkamp, nein, oh Gott, Mann. Wir machen das jetzt einfach mal folgendermaßen. Frei ist jetzt quasi der defensivere Sechser und Stoppelkamp geht ins linke zentrale Mittelfeld. Der kriegt jetzt auch nicht so viel Minuspunkte, hat immer noch eine 70 mehr oder weniger, von daher passt das schon. Ich möchte gerade nur Stoppelkamp nicht, ja, jetzt schon auswechseln. Das war auch geil. Da ist unser Kapitän. Alter, oh mein Gott, geil. Ah, das ist das 2-0 mit 10 Mann auf Platz. Ey, zum Glück habe ich Doppelkamp draufgelassen. Schuler macht es perfekt und endlich kann der Junge auch mal passen, ja. Passt da sehr schön zum anstürmenden Stoppelkamp im Rentnertempo. Und der macht es dann eiskalt vor dem Tor, richtig kaltschnäuzig. Geil. Ah, Zwickau kann einpacken. Easy. 10 Tore und 28 Partien. Stoppelkamp ist halt auch in guter Form, da kann man nicht meckern, ne. Alaback hier. Da ist wieder Stoppelkamp, der sieht hier Noel. Und Noel mit seinem stark linken Fuß. Oh mein Gott, Alter, Stoppelkamp, Torvorlage, das ist seine Position, ohne Witz. Ey, geil. Und dann macht unser Jugendspieler jetzt auch noch das Tor. Bakir macht das schön, dann Stoppelkamp mit dem perfekten Pass auf Noel und der halt richtig eiskalt, ne. Ey, es ist einfach das 3-0, wir ziehen die hier gerade mit 10 Mann einfach ab. Aber Zwickau macht auch gar nichts, keine Ahnung, warum die auf dem zweiten Platz in der Tabelle stehen, raff ich nicht. Da oben auf Şahinoglu. Und jetzt eine Killerflanke, da unten ist Noel. Komm schon. Ja, Mann. Digga, die machen mir das so einfach. Wir verprügeln hier gerade Zwickau aufs Übelste. Alter, was zur Hölle geht hier gerade ab? Also geil gemacht. Und genauso wollte ich das auch. Şahinoglu mit der Monsterflanke und dann kriegt Noel den tatsächlich rein. Der Keeper ist zwar noch dran, aber kann da auch nichts machen. Ey, wir nehmen die vollkommen auseinander. Guckt euch die Statistik mal bitte an. Was zur Hölle? Wer meine Karrieren zuvor schon verfolgt hat, weiß ja eigentlich, dass ich auch gerne den zweiten Sechser eigentlich als Achter spiele, weil er dann ein bisschen offensiver ist. Und Stoppelkamp macht das gerade, ehrlich gesagt, perfekt. Kann man überhaupt nicht meckern. Der macht das richtig gut. Ich weiß nur nicht, ob das in der zweiten Liga so gut funktioniert, weil da sind natürlich etwas bessere Gegner und da können wir nicht allzu offensiv sein. Müssen wir da mal gucken, ob wir eine Formation machen mit quasi zwei richtigen Sechsern und quasi eine Formation mit einem Sechser und einem Achter. Bei Spielen, wo wir denken, dass wir offensiv ein bisschen mehr machen können. Müssen wir einfach mal gucken, aber wäre auf jeden Fall eine Option. Weil da zeigt mir gerade, dass ich damit immer noch sehr, sehr gut klarkomme. Weil es definitiv Spieler gibt, die ein paar Spielminuten brauchen. Unter anderem Flick,
Gruev und auch McDonald werden die drei jetzt eingewechselt. Und dann gucken wir noch ein bisschen in die zweite Hälfte rein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir vielleicht den Rest simulieren werden, weil ist schon relativ eindeutig, ne? Und ich wollte euch ja, wie gesagt, mal kurz McDonald zeigen, der ab jetzt eine Trikotnummer hat und keine Spaghetti-Ärmchen mehr. Das bedeutet, der Bug ist endlich nach 4 Monaten oder so endlich behoben. Hat ja lang genug gedauert, ne? Da wollte ich nicht hinpassen, aber passt schon. Dann Schuler daneben schieße ich voll auf Gruev passen. Komm schon, machen rein! Nein, das war das erste Tor für McDonald gewesen, wäre halt auch mega nice gewesen. Komm schon. Oh, komm schon. Jawohl. 0 mit dem Treffer. Geil. Das ist das 5-0. Alter, was Hölle, ey. Also, Gruev gefällt mir gerade, by the way, auch. Das war auch ein schöner Schuss und Noel hat dann keine Probleme, den Ball mit dem schwachen Fuß reinzumachen. Wir springen dann jetzt auch mal zum Endergebnis. Da traue ich mir jetzt einfach mal zu. Und es geht 5-0 aus. Also, es war eine krasse Partie, ey. Einfach mit einem Dreierpack sogar. Da war ich mir gerade tatsächlich ein bisschen unsicher. Weil ich dachte, Stoppelkamp hätte 2 Tore gemacht. Das war aber eine Vorlage. Noel mit seinem allerersten Dreierpack. Wie geil ist das denn? Mega nice. Mega geil. Ey, wir haben Zwickau einfach weggeballert, ne? Ohne Witz. Damit einfach mal gezeigt, wer hier der Erste in der dritten Liga ist. Nice. Geil. Ja, komm. Ersatzkeeper müssen wir erstmal nicht mitnehmen. Hetman müssen wir auch demnächst mal wieder spielen lassen. Also ist alles gar nicht so einfach mit dem Kader aktuell. Wir haben einen wirklich, wirklich starken Kader, wovon ich auch viele Spieler eigentlich spielen lassen möchte. Jacob Simon, beziehungsweise Jakob Simon wohl er. Der sieht gut aus. Wert von 1,2 Millionen. Sheesh, Digga, den nehmen wir. Geil. Und Yannick Köhler, der hat ein gutes Potenzial. Vielleicht bis 91 nehmen wir mal mit. Eventuell hat er einfach die falsche Position oder so. Die Entwicklung von Weinkauf ist abgeschlossen. Der hat jetzt eine 73. Es tut echt weh, dass der uns verlassen wird, ne? Aber der Kader gefällt mir. Die Leute zocken sich gut. Es macht einfach Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den Kader, den wir uns zusammengestellt haben bisher. Und ich glaube, in der zweiten Liga wird es noch ein bisschen cooler. So, wir schauen jetzt auch einmal in die Jugendakademie rein. Da haben wir nämlich auch das ein oder andere Talent. Wäre nice, wenn sich Meier definitiv noch ein bisschen verbessern würde, denn Potenzial ist absolut da. Neues Jakob Simon, der definitiv ein richtig guter Rechtsverteidiger werden könnte. Der hat eine körperliche Physis von 77, ist aber nur 1,70 groß und wiegt 69 Kilogramm. Das muss pure Muskelmasse sein. Hat einen in Ordnung Antritt mit 68, Sprintgeschwindigkeit von 73 und der ist halt erst 15, ne? Aggressivität von 83. Boah, Junge, ich glaube, der könnte richtig geil werden. Ich glaube, der könnte ein mega Rechtsverteidiger werden, ohne Scheiß. Eigentlich kann der Junge auch alles, ne? Der bräuchte auch nur 9 Wochen, um Stürmer zu werden. Also, eigentlich könnten wir den jetzt zu allem entwickeln, was der werden soll. Geil, so ein richtiger Allrounder. Ich kann mir vorstellen, dass er aufgrund der Physis aktuell als Innenverteidiger hochgehen würde. Allerdings sehe ich es absolut überhaupt nicht, einen 1,70-Spieler zum Innenverteidiger umzuwandeln. Das könnte man eventuell mal kurz machen, damit der mehr Punkte bekommt und ihn dann wieder zum Außenverteidiger umwandeln. Aber das lassen wir erstmal. Der soll jetzt erstmal den Flügelverteidiger lernen, dann hat er in 9 Wochen die 61 und dann die Arbeitsrate defensiv auch hoch, was mega geil wäre. Und der könnte ein richtig guter Rechtsverteidiger werden, ohne Scheiß. Und so Außenverteidiger sind halt immer mega geil. Dann hat halt nur Hauke Friedrich jetzt ein Problem, wo wir Hauke Friedrich natürlich überlegen können, zum Linksverteidiger umzuwandeln, ne? Können wir auch sagen. Dann müssen wir nur an so einem starken Fuß arbeiten. Dasselbe gilt natürlich theoretisch auch für Jakob Simon. Köhler ist ebenfalls neu, ist 1,74 groß, hat eventuell nicht ganz so ein geiles Potenzial, eventuell aber auch ein sehr hohes. Müssen wir mal gucken. Der hat auf jeden Fall die Möglichkeit, relativ schnell die nächste Position bzw. die Gesamtstärke von 54 zu erreichen. Der wird jetzt allerdings erstmal Linksverteidiger. Er gibt viel mehr Sinn, weil er Linksfuß ist. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ansonsten eure Ideen natürlich immer in die Kommentare, wie ich mit dem jeweiligen Spieler mal verfahren soll. Mats Jäger könnte ebenfalls gut werden. Also unsere Jugendarbeit gefällt mir derzeit eigentlich ziemlich gut. Da ist auf jeden Fall auch der ein oder andere Spieler dabei, der mir sehr, sehr gut gefällt. Natürlich Jakob Simon ganz weit oben, sind wir mal ehrlich, ne? Der Typ könnte richtig krass werden. Jugendspieler will weg. Anton Meier möchte seinen Vertrag auflösen. Da gucken wir mal rein. Bei Anton Meier handelt es sich um einen 18-jährigen Torwart, eine Gesamtstärke von 55 und Potenzial von 79 bis 89. Nehmen wir erstmal die Profimannschaft auf. Ich möchte ihn jetzt nicht zwingend verlieren. Können wir eventuell mal verleihen und dann gucken wir mal weiter. Ist jetzt nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste, muss man einmal ganz ehrlich so sagen. So, da meldet sich auch Anton Meier bei uns und er sagt, es ist sein Traum gewesen, mal beim MSV Duisburg zu spielen. Ja, ganz ehrlich, du hast mich beeindruckt, weil du mich unter Druck gesetzt hast. Yay. Und damit sind auch 2 weitere Entwicklungen abgelaufen. Mats Jäger ist ab jetzt rechter Flügelspieler. Das würde ich allerdings gerne wieder umwandeln, weil wir ohne Flügel spielen. Und Gruev ist ab jetzt quasi die offensivere Variante zum Sechser, würde wieder ein Achter sein und hat weiterhin die 64, alles klar. Ist allerdings in der Lage, innerhalb von 8 Wochen die 65 zu erreichen. Damit er dann die Arbeitsreiterangriff hoch erreicht, würde ich sagen, lernt er jetzt erstmal einen Allrounder, dann wird er auch ein bisschen schneller. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt für ihn, würde ich mal behaupten. So, noch ein monatliches Scouting-Update in der Türkei. Vielleicht ist Firat Tekin einer für uns.
Gucken wir mal rein. Hat einen Wert von 600.000, ganz ehrlich, nehmen wir mit. Ist dann der erste Türke, den wir jetzt in der Jugendschule haben, eigentlich auch ziemlich nice. Ist ein rechter Mittelfeldspieler, Potenzial von 62 bis 86. Wenn ihr natürlich mal Positionsideen habt, ob der halt ZOM, RF oder so werden soll, da wird er sich verbessern oder so, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare rein, weil ich sehe es nicht immer sofort, muss ich ganz ehrlich gestehen. Scheint aber so, als würde es erstmal Sinn machen, den im rechten Mittelfeld zu lassen. Wenn ihr andere Ideen habt, schreibt es in die Kommentare, seine Arbeitsraten sind ja absolut beschissen. Deswegen lernt er jetzt erst mit dem Flügel-Mittelfeldspieler, damit die Arbeitsrate Angriff hochgeht. Wie ihr sehen könnt, haben wir in der Startformation ein bisschen was geändert. Der Linksverteidiger spielt jetzt tatsächlich Kwadwo und nicht Çalhanoğlu, Stirling von Anfang an und Fälscher und natürlich Flick von Anfang an, weil Bakalorz eine rote Karte bekommen hat. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Schnellsimulation rein. Normalerweise natürlich eine Partie, die ich selber spielen würde gegen Kaiserslautern, weil absolutes Traditionsduell. Aber Pech gehabt, wir gewinnen am Ende des Tages 2-0, Schuler mit dem Doppelpack. Extremst geil, also es läuft bei uns erstmal Zwickau auseinandergenommen, jetzt noch gegen Kaiserslautern gewonnen. Ganz ehrlich, wir werden definitiv aufsteigen und vermutlich auch als Erster. Wenn Zwickau jetzt natürlich wieder verlieren würde, wäre optimal, gucken wir mal rein. Zwickau hat tatsächlich nicht gewonnen, sondern nur unentschieden gespielt, das bedeutet, wir sind weiterhin 6 Punkte entfernt von Zwickau. Und ich würde dann mal sagen, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Das ist big. Noel hat ja vor kurzem seinen ersten Dreierpack geschossen und jetzt eine Punktzahl von 70 tatsächlich. Und er hat tatsächlich den Spieler-Award des Monats März geholt. Richtig, richtig geil. Ey, das freut mich mega für den Jugendspieler von uns. Rasiert derzeit komplett, wie gesagt, eine Gesamtstärke von 70 mittlerweile. Ey, geiler Typ, auf den müssen wir künftig auch weiterhin bauen. Hier können wir uns einmal das Team of the Week anschauen vom 15.03.2022. Und da sehen wir auf jeden Fall auch, da ist Mölders dabei. Der hat ja vor kurzem einen Dreierpack geschossen. Und auch Marius Noel, der ebenfalls einen Dreierpack geschossen hat. Sehr geil. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, dass Noel Spieler des Monats im März geworden ist. Und jetzt guckt euch mal die Auswahl an. Bestehen zwischen Piosek aus Meppen, Schuler, Bakir und Noel jeweils aus Duisburg. Alter, so geil, ohne Witz. Jetzt natürlich auch die Frage, wie läuft es für Aziz Bouadouz bei SD Taishan? Nach einem Wechsel sind die Erwartungen bei einem Club immer enorm hoch. Das musste auch Aziz Bouadouz nach seinem Abgang von Duisburg feststellen. Dennoch läuft es bei Trainer Shanjong von Taishan nicht. Nach seinen jüngsten Auftritten zweifelt schon so mancher Fan und auch der Taishan-Boss am Neuzugang. Er bringt zu wenig, sagt ein SD-Taishan-Fan. Duisburg kann ihn gerne wieder haben. Nein, wir haben Mölders. Wir haben tatsächlich auch noch ein Transferangebot für Kolja Push bekommen und den möchte ich auch ganz, ganz gerne verkaufen, weswegen wir mal in die Verhandlungen reingehen. Ich gehe mal 200.000 über Marktwert. Ich sage jetzt einfach mal 900.000. Wenn es ein asiatischer Club ist, sollten die ja genug Geld haben. Oder Guangs FC sagt einfach instant nein. Wir hätten ja auch noch verhandeln können, Alter. Mein Gott, man muss ja nicht sofort instant wegrennen. Unser nächstes Spiel findet gegen den Hallescher FC statt und die sind tatsächlich auf dem dritten Tabellenplatz. Allerdings schon relativ weit abgeschlagen, 15 Punkte von uns entfernt und der zweite interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Weswegen wir wahrscheinlich auch in eine Simulation reingehen werden. Ihr seht unsere Elf, hätten wir heute von Anfang an über rechts, Noel deswegen auf links und Flick spielt weiterhin für Bakalorz, weil ey, Flick braucht Spielminuten und wir gehen jetzt in die Simulation bzw. Schnellsimulation gegen Halle und ich bin extremst gespannt, ein Sieg wäre halt awesome und es lädt gerade lange und es wird tatsächlich nur ein 2-2. Schuler und Bakir treffen für uns, immerhin trifft Schuler weiterhin, das ist schon mal sehr, sehr nice, hat jetzt 23 Saisontore und Niedfeld macht einen Doppelpack. Ein Sieg wäre schon deutlich geiler gewesen, muss man sagen. Namdi Collins hat tatsächlich eine Gesamtstärke von 62 und man muss sagen, sein Antritt und seine Sprintgeschwindigkeit sind natürlich enorm, ne? Seine Physis mit 78 ist halt auch nicht schlecht und der ist halt erst 18 Jahre alt, ne? Ist 1,88 groß, der wäre halt echt ein guter Verteidiger für die Zukunft. Hat allerdings auch jetzt schon einen Wert von 1 Million, was halt echt nicht billig ist. Und dann wieder mal ein Transferangebot für Kolja Push von Shandong Taishan. Also ich muss sagen, irgendwie sind die asiatischen Clubs echt heiß auf unsere Spieler. So, diesmal übertreibe ich es nicht komplett. Ich sag mal 870.000. Nicht, dass die sofort wieder wegrennen. Eigentlich würde ich ihn ja schon gerne verkaufen. Aber natürlich auch ein bisschen über Marktwert wäre nice. Vielleicht ein bisschen mehr als 20.000 über Marktwert. Okay, komm, 750.000, weil er hat halt wirklich vielleicht 2 Spiele in der Saison gemacht. Ich sehe es ein. Da sind sie auch raus. Die kommen uns aber auch gar nicht entgegen, ne? Dann bleibt halt Push noch ein bisschen. Mein Gott. Ey, Transferangebot für Kolja Push von Yokohama F. Marinos. Gut, auf Yokohama würde ich sagen, ist wieder ein asiatischer Verein, allerdings weiß ich es nicht. 750, oh 720, ey komm, ich will der moralische Sieger sein, 730.000. Jawoll, ey, moralischer Sieger, 730.000 für Push. Jetzt muss er sich nur noch mit dem Verein einigen und dann sind wir auch Push los auf jeden Fall, das wäre auch gar nicht mehr so schlecht, wären nochmal extra Einnahmen. Victoria Berlin ist aktuell auf dem 16. Tabellenplatz und krass, Dortmund und Freiburg tatsächlich auf den letzten beiden Tabellenplätzen, hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Weil vor allem Dortmund hat ja eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Mannschaft auch in der zweiten. Und Leute, wir machen jetzt natürlich relativ viele Schnellsimulationen am Ende der Saison. Ich muss aber sagen, das wird sich natürlich nicht weiter so ziehen in der zweiten Liga. Da werden wir wieder definitiv mehrere Spiele auch selber spielen und natürlich auch normale Simulationen uns anschauen. Jetzt allerdings möchte ich das Tempo ein bisschen anziehen, weil ich halt auch weiterkommen möchte, sage ich mal.
Bevor wir in die Schnellsimulation gehen, ich habe wieder ein bisschen was gewechselt. Heute Gruev und Flick auf der 6, beziehungsweise Gruev. Ich habe wieder mal ein bisschen was geändert. Gruev von Anfang an auf der 6, Çalhanoğlu weiterhin über links, Stierli in der Innenverteidigung, Sommer über rechts und ansonsten Mölders vorne im Sturm und jetzt die Schnellsimulation natürlich. Und wieder nur ein 1-1. Was ist denn aktuell los? Hoffmann mit seinem ersten Saisontor und ich habe halt schon mit einem Sieg gegen Viktoria Berlin gerechnet, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Warum scheißen wir jetzt am Ende der Saison so rein? Das muss doch echt nicht sein. Aber Zwickau macht halt exakt das Gleiche, ne? Spielen wir unentschieden, spielen die unentschieden. Die haben gerade auch echt Probleme. Aber okay, ist in Ordnung für mich. Hauptsache, die kommen nicht näher. Beziehungsweise überholen uns noch am Ende des Tages. Nils Petersen für die zweite Liga wäre halt unfassbar geil. Ich hoffe, der findet keinen Verein und unterschreibt keinen neuen Vertrag. Das wäre so geil, den ablösefrei zu holen. Den würde ich schon extremst feiern, weil ich den Typen halt auch in echt ziemlich nice finde, muss ich sagen. Und damit haben wir offiziell Push verkauft. Sehr gut für 730.000. Unser Transferbudget wird dann um 550.000 erweitert. Immerhin. Klönt tatsächlich aktuell nur eine 67er Gesamtstärke. Hat daher aber auch einen billigeren Wert von 1,3 Millionen. Wäre easy zu haben, würde ich mal sagen. Wäre auch relativ billig. Allerdings, ja, sein Pluspunkt hat in der Duisburger Jugend gespielt. Und wir müssen dir natürlich auch Vertrauen schenken, dass der sich halt relativ schnell auch verbessert bei uns, ne? Weil das wäre halt jetzt zu Weinkauf ein klarer Downgrade und das ist in der zweiten Liga eher schwierig. Aber nichtsdestotrotz fände ich halt einen Köhn eigentlich echt nicht verkehrt, muss ich sagen. Anthony Udja hat eine 70er Gesamtstärke. Sollte das mit Petersen nicht klappen, könnten wir echt überlegen, Anthony Udja zu holen. Vor allem natürlich, wenn sein Vertrag ausläuft und er keinen neuen Vertrag unterschreiben sollte und keinen anderen Verein findet. Dann wäre der natürlich auch eine gute Möglichkeit, sollte das mit Petersen nicht funktionieren. Ansonsten würde ich Petersen schon bevorzugen, bin ich ganz ehrlich. Aber so, Udja auch eine geile Idee. Coole Vergangenheit in Bremen gehabt, natürlich auch in Köln gespielt. Können wir auch drüber nachdenken. Dann vor allem noch weiterhin Schuler, Udja wäre auch möglich. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Auch wie gesagt, Schuler, Petersen wäre nochmal geiler. Sebastian Kraus aus Deutschland, den nehmen wir mal mit. Der scheint ein relativ gutes Potenzial zu haben, eventuell einfach auf der falschen Position. Karl Schmitz können wir ehrlich gesagt auch mal mitnehmen. Ich glaube, Sebastian Kraus ist auf den Außen besser aufgehoben. Ich habe gerade erst überlegt, ihn zum linken Mittelfeldspieler zu machen. Das wären halt nur 2 Wochen. Allerdings glaube ich, aufgrund des Tempos und des Schießwerts und des Dribblingwerts wäre der am besten auf Flügel, weswegen der jetzt erstmal zum linken Flügelspieler umgearbeitet wird und dann gucken wir einfach mal. Ich würde fast sagen, linker Mittelfeldspieler, beziehungsweise halt Mittelfeldspieler. Wir machen es einfach mal. Dauert 13 Wochen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. So, und jetzt gegen 1860 München spielen wir einfach mit unserer Hauptmannschaft, beziehungsweise ersten Elf, denn ich will hier unbedingt mal wieder einen Sieg. Kommt schon, Leute, ey. Ich vertraue euch. Ich habe keinen Bock, hier die ganze Zeit nicht zu gewinnen. Fälscher mit dem 1:0. Ausgerechnet Fälscher. Egal, scheiß drauf. 1:0 gegen 1860 München gewonnen. Wurde auch mal wieder Zeit. Ja gut, für die erste richtige Elf hätte ich Bakalotz einsetzen müssen, aber Flick macht es ja derzeit eigentlich ganz gut. So Leute, wir haben jetzt nochmal ein Auswärtsspiel gegen Mannheim und das wäre halt mega nice, würden wir das tatsächlich gewinnen. Weil dann können wir eventuell mal gegen das Spiel, beziehungsweise in das Spiel gegen Freiburg 2 reingehen und am Ende des Tages die Trophäe abholen, weil dann dürfte uns Zwickau nicht mehr einholen dürfen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice, deswegen jetzt einfach auf den Sieg hoffen. Wir spielen wieder mit der Stammelf, bis auf Flick für Bakalotz, wir gewinnen 2:0. Gembalis und Çalhanoğlu, warum treffen hier nur unsere Verteidiger aktuell? Egal, nice, sehr gut. Driessen ist mit seiner Positionsumwandlung fertig, bedeutet er ist jetzt ein Flügelspieler, hat jetzt nur einen Pluspunkt geholt, war jetzt gar nicht mal so nice, der wird jetzt auch wieder zum rechten Mittelfeldspieler umgemodet, weil wir die Position halt einfach im Kader haben. So, es meldet sich jetzt erstmal Weinkauf bei uns und zwar, hallo Boss, ich weiß zwar nicht, wie es weitergeht, aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich meine Zeit bei Ihrem Club sehr genossen habe. Ich hoffe, wir können die Leihe in einen dauerhaften Wechsel umwandeln. Boah, eigentlich wäre das nice, wenn wir ihn dauerhaft holen. Also für die zweite Liga wäre der halt auch absolut brauchbar, ne? Du hast erstmal tolle Leistungen gezeigt und ich kann mir vorstellen, dass wir es versuchen werden, wenn Hannover auf ein paar Millionchen verzichten würde für ihn. Weil ich kann mir vorstellen, dass er nicht allzu billig werden würde. Aber der ist jetzt auch schon relativ lange beim MSV, darf man halt echt nicht vergessen. Er hat einen Wert von 2,5 Millionen. Würden wir es schaffen, ihn eventuell für 2 Millionen zu kaufen, wäre das halt auch echt nicht verkehrt, mit Weinkauf in die zweite Liga zu gehen, ne? Aber müssten es halt wirklich so um die 2 Millionen sein, weil ich weiß noch nicht, wie viel Geld wir zur Verfügung haben werden und ich kann nicht alles für einen Torwart opfern, ne? Auch wenn es natürlich die wichtigste Position ist. Und wenn wir Weinkauf kaufen, hätten wir eventuell, ja, hätten wir eigentlich einen guten Deal gemacht, das wollen wir ganz ehrlich, beziehungsweise auch einen guten Keeper für die zweite Liga. Müssen wir überlegen, ey. Wir haben ja ein bisschen Auswahl zum Glück. Und jetzt könnt ihr auch sehen, wir spielen gleich das vorletzte Spiel gegen Freiburg selbst. Das liegt einfach daran, wenn wir gegen Freiburg gewinnen, sind wir uneinholbar für Zwickau. Sind wir jetzt schon aufgrund der Tordifferenz so mehr oder weniger. Allerdings kann es dann natürlich auch sein, vor allem weil wir heimspielen, dass uns dann auch eine Trophäe überreicht wird. Und das wollen wir am Ende des Tages natürlich auch alle sehen. Wir sehen können, ich habe ein bisschen was gewechselt. Gruev spielt von Anfang an genauso wie Hetwa heute mal über links. Das bedeutet Noel einfach mal weiterhin über rechts. Und natürlich noch Sommer heute von Anfang an, denn die jungen Wilden brauchen heute auch mal ein bisschen Spielzeit.
Ab der nächsten Saison werden wir vermutlich auch wieder neue Trikots haben und wir werden dann auch in der nächsten Saison wieder ein bisschen mehr mit Hymnen arbeiten und natürlich auch Torhymnen. Das habt ihr euch ja auch gewünscht und das führen wir dann auch wieder alles wieder ein. Da habe ich nämlich auch wieder richtig Bock drauf. Und jetzt die Flanke auf Schuler. Oh mein Gott, war das eine Kackflanke. Oh, und Hetwa kriegt direkt nochmal die Möglichkeit. Da hat der Keeper sich gedacht, komm Junge, mach's besser. Ah, Schuler. Ja, jetzt den Pass dahin, dann sollte Schuler kein Problem damit haben. Komm schon. Oh, Hetwa. Komm schon, du hast ein gutes Tempo. Ja, jawohl, Bakir mit dem Tor und Hetwa mit der Vorlage, perfekt. Es könnte sogar sein, dass es die erste Vorlage von Hetwa ist oder die zweite in der Saison, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber Tempo klärt hier auf jeden Fall. War aber ein guter Pass auf Hetwa und dann macht das Hetwa halt auch richtig gut, ne? Spielt den Pass dann auch mit dem schwachen Fuß, sehr gut. Dann ist da auch endlich das verdiente 1:0 und jetzt kann uns auch Zwickau gar nichts. Ah, das waren gerade die Freiburger hier gut. Vermey, sowieso ein guter Spiel. Das war stark gespielt und ausgerechnet der trifft. Ey, da haben sie es gut gemacht, ohne Witz. Ich kam nicht hinterher. Und da ist er, der Mann mit den zwei Hautfarben. Es sieht schon kacke aus, muss man echt so sagen. Ja, da haben wir ein Gegentor gefangen in der 45. Minute. Irgendwie unnötig, muss man sagen. Oh, Noel darf hier einfach mal laufen. Das ist ein Fehler. Noel darf sie nicht so laufen lassen. Dann ist da ein Verteidiger zwischen. Stark. Scheiß drauf. Komm schon. Jawohl. Hetwa mit dem Tor. Jawohl. Endlich. Erstes Saisontor von Hetwa. Und meine Kamera denkt sich, ich mache Überbelichtung, Alter. Und Länge dadurch. Aber geil. Scheiß drauf, Alter. 2:1. Und Hetwa mit seinem ersten Saisontor. Geil. So, Freunde. Wir wechseln dreimal. McDonald kommt rein für Bakir. Stehling kommt rein für Gambalis. Und dann wechseln wir natürlich noch Mölders ein für Schuler. McDonald soll natürlich auch noch Spielminuten sammeln. Genauso wie Stierlin und Mölders. Ey. Der hat es sich einfach verdient. Ist halt Mölders, ne? Und Hetwa darf heute durchspielen. Komm schon. Ah, oh, Stierlin. Nein. Und da ist das 2:2, weil Stierlin einen Zweikampf verkackt. Also ich muss sagen, ich fühle Stierlin aktuell beim Zocken so gar nicht, ne? Weil er irgendwie von der Physis her nicht hinterherkommt. Er hätte gerade meiner Meinung nach einfach safe den Gegner da wegdrücken müssen. Was er allerdings nicht geschafft hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da, also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ein ausgerechnet Vermey, der Ex-MSV Duisburg-Spieler, macht dann hier das Tor. Hätte, glaube ich, nicht sein müssen. Und jetzt müssen wir schon wieder hoffen, dass Zwickau nicht gewinnt, weil ich will die Trophäe haben. Oder hier einfach noch ein Tor schießen. Das ärgert mich jetzt schon wieder. Aber Stierli müssen wir echt mal nachdenken. Ich weiß nicht. Auch als ich schon mal eine Partie mit dem gespielt habe, ich habe ihn einfach nicht gefühlt. 10 des Tor in 37 Partien, auch nicht schlecht. Jawohl! Boah, Noel! Ey, so göttlich der Junge, Alter. What the fuck, Alter? Mit dem starken linken Fuß wieder schön reingezogen und das Ding da reingemacht. Ey, der Typ ist geil. Also, der macht auch unfassbar Bock. McDonald mit der Vorlage. Ey, so gefühlvoll. Richtig schön. Also, der Keeper hätte sich vielleicht ein bisschen schneller bewegen können, aber egal. Stark. Wollen jetzt kein Gegentor mehr fangen. Ey, kommt schon. Schön, Noel. Er pfeift ab und damit gewinnen wir das Spiel. 3:2. War spannender, als es hätte sein müssen, to be honest. Und jetzt hoffentlich auch eine schöne Meisterfeier. Das wäre mega nice. Auf jeden Fall freuen wir uns alle sehr. Sieht so aus, als würden die sich gerade über den Aufstieg freuen. Hoffmann heute mit der Kapitänsbinde, die er wahrscheinlich auch in der zweiten Liga tragen wird. Freut sich hier natürlich auch extremst. Mölders, den zum Tanzen auf, Alter. Die Wampe hat Bock. Geil, Alter. Siehst natürlich unterm Trikot alles wackeln. Und Freiburg 2 sollte, glaube ich, abgestiegen sein. Gibt es hier natürlich jetzt FIFA nicht. Es gibt ja die Regionalliga nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Auch mies, ne? Die eine Mannschaft feiert dann den Aufstieg und die andere so mehr oder weniger den Abstieg. Das tut schon hart weh. Und ich hätte Stoppelkamp eventuell als Kapitän einwechseln sollen, aber gut. Ah, 2015 Arminia Bielefeld. Geil, dass man das auch erkennt. Da ist auch Weinkauf, der uns ja gesagt hat, er würde gerne bleiben. Darüber denken wir auch definitiv nach. Die Nachricht hat mich nochmal mehr zum Nachdenken gebracht, muss ich sagen. Und jetzt André Hoffmann, der es hochhebt. Natürlich auch sollte Stoppelkamp sein, sind wir mal ehrlich. Aber egal, jetzt macht es Hoffmann. Der, wie gesagt, auch wahrscheinlich in der zweiten Liga unser Kapitän sein wird. Geil, Alter. Meisterfeier damit auch mitgenommen. Sehr, sehr schön. So, und dann gehen wir jetzt auch in das letzte Saisonspiel mit der Schnellsimulation. Ihr seht, ich habe ein bisschen was geändert. Stoppelkamp heute als Kapitän von Anfang an. Und wir gewinnen 2:0. Hetwa trifft schon wieder und Gambalis. Ausgerechnet Gambalis schon wieder. Aber egal, Hetwa hat seinen Torriecher anscheinend wieder gefunden. Sehr geil. Sehr schön. 2:0 Sieg.
Hetwa bringt mittlerweile auch was, das freut mich. Leihe von Weinkauf endet bald. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Leihe von Weinkauf demnächst endet. Es bleibt nur noch sehr wenig Zeit, eine Einigung für die Zukunft zu treffen. Falls Sie darüber nachdenken, den Spieler dauerhaft zu verpflichten, sollten wir schnellstmöglich in Verhandlungen mit seinem Stammverein eintreten. Ja, hätte ich grundsätzlich nichts gegen. Kann ich hier allerdings nicht. Sonst wäre es ja nice. Also wie gesagt, Weinkauf für die nächste Saison wäre nicht verkehrt. Also entweder Weinkauf wiederholen mit Köln, entweder Weinkauf wieder verpflichten oder dann Köln verpflichten, der natürlich ein bisschen schlechter wäre. Da müsste man ein bisschen drauf bauen, dass der sich schnell verbessert. Ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt meine Favoritenlösung ist. Ich bin ganz ehrlich, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Weil verkehrt wäre ein Weinkauf natürlich nicht. Hat nur kein echtes Gesicht. Aber ey, wir haben die dritte Liga mit 84 Punkten beendet. Das geht voll klar. Spieler des Turniers bekannt gegeben. Jan-Lukas Schuler oder was? Schuler wurde zum Drittligaspieler gekürt. Wie geil ist das denn? Nice. Und Jasmin Fesic wurde zum Torhüter der dritten Liga gekürt. Alles klar, von Braunschweig der Mann. Goldener Schuhgewinner. Natürlich Jan-Lukas Schuler. 30 Einsätze, 23 Saisontore, 7 Vorlagen, das bedeutet 30 Scorer in 30 Einsätzen, das ist richtig, richtig big. Das ist verdammt stark, Alter. So ein geiler Transfer einfach, ohne Witz. Und dann Team of the Competition in der dritten Liga. Brinkies im Tor, Sternberg, Linksverteidiger, Hoffmann und Behrendt in der Innenverteidigung. Vor allem, ey, Hoffmann war so ein geiler Transfer für die dritte Liga, ne? Das war ja von Anfang an, sag ich mal, mehr oder weniger klar. Und dann Göbel von Zwickau, Putaro Frenetzi, Bakir vom MSV Duisburg, aber da ist kein Schuler dabei. Schuler ist Spieler des Turniers. Hat die meisten Tore geschossen, hat den goldenen Schuh bekommen in der dritten Liga, ist aber nicht im Team of the Competition, also nicht im Team of the Year der dritten Liga. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ey, du bist der beste Spieler der kompletten Liga, aber ins Team of the Year kommst du halt leider nicht. Da tut mir echt leid, Junge. Oh, Kraus ist fertig mit linker Flügel. Mal gucken. Holy shit, Junge. Von 53 auf 62, einfach um 9 Punkte gestiegen. Okay, das war big. Der braucht halt nur leider echt lange, um zum linken Mittelfeldspieler zu werden. Aber wir spielen halt ohne Flügel, von daher gib ihm linker Mittelfeldspieler. Aber der könnte auch gut werden, ey. Geil, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, den umzuwandeln. Wir nehmen ja jetzt auch mal ein paar Statistiken mit, ne? Wir sind safe aufgestiegen, wie man sehen kann. Zwickau auf dem zweiten Platz ebenfalls aufgestiegen. Halle auf dem dritten. Spielen eine Relegation, hat nur einen Punkt Unterschied zu Saarbrücken. Auch nicht schlecht. Abgestiegen wären theoretisch Freiburg 2 und Havelse. Dortmund 2 konnte sich tatsächlich noch irgendwie mehr oder weniger retten. Oder ist er dann Relegation? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber Freiburg 2 wäre abgestiegen, Havelse und Berlin. Ja, doof gelaufen, aber hier in FIFA steigen die ja eh nicht ab. Dann gucken wir natürlich auch mal in die zweite Liga rein. Vor allem die Zweitliga-Absteiger sind ja für uns extremst interessant. Vielleicht ist da dann auch mal ein guter Spieler dabei. Auf jeden Fall aufgestiegen sind der Hamburger SV, Hannover 96, Schalke in der Relegation und Werder Bremen tatsächlich nur auf dem vierten Tabellenplatz. Und auch ziemlich abgeschlagen zum Vergleich zum dritten. Aber krass, zwei Nordclubs back in der ersten Liga, aber nicht Werder Bremen. Das tut ein bisschen weh, muss ich sagen. Und dann treffen wir die jetzt künftig in der zweiten Liga definitiv. Wird auch ein krasses Duell. Abgestiegen sind Dynamo Dresden, Karlsruhe und eventuell Rostock, die treffen auf Halle. Müssen wir mal gucken, ob bei Karlsruhe oder auch Dynamo Dresden vielleicht der ein oder andere interessante Spieler für uns dabei ist. Wenn ihr Vorschläge habt, beziehungsweise schon den ein oder anderen Spieler kennt aus den beiden Mannschaften, schreibt sie sehr gerne mal in die Kommentare. Und holy shit, in der Bundesliga ist einfach Borussia Dortmund Meister geworden. Mit 6 Punkten Vorsprung, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. RB Leipzig auf dem dritten Tabellenplatz und Bayern nur 77 Punkte. Krass. Das habe ich nicht kommen sehen, ne? FSV Mainz 05, eventuell in der Conference League. Leverkusen oder so, keine Ahnung, in der Europa League. Oder halt Conference League, kommt ein bisschen drauf an mit dem DFB-Pokal. Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach in der Euro League. Quatsch, Gladbach in der Champions League natürlich. Ich hole Nuss, Alter. Aber stark, sehr, sehr stark. Wolfsburg auf 9. Tabellenplatz, besser als in echt. Arminia Bielefeld und Fürth steigen ab. Fürth hat 28 Punkte geholt, immer davon träumen die in echt. Und VfL Bochum auf dem Relegationsplatz hier auf Schalke treffen. Das wird ein spannendes Duell. Das wird definitiv ein richtig spannendes Duell. Dann wollen wir natürlich auch mal in den DFB-Pokal reingucken, den am Ende des Tages Bayern 4:1 gewonnen hat gegen Wolfsburg. Krass. Okay, damit dürfte dann Leverkusen in der Europa League sein und Mainz dann in der Conference League. Glaube ich zumindest, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Manchmal blicke ich da, seit der Conference League blicke ich da teilweise nicht mehr hundertprozentig durch, aber passt schon einigermaßen. Aber gut, da hat Bayern auf jeden Fall einen Titel geholt. So, Europa League. Hat Real Sociedad tatsächlich 2:1 gegen Leverkusen gewonnen? Krass, hätte eine deutsche Mannschaft gewinnen können. Alter. Hätte eine deutsche Mannschaft gewinnen können, aber leider haben sie es nicht getan. Und der Champions League hat gewonnen. Manchester City gegen Atletico Madrid. Krass. Wann ist denn der letzte deutsche Verein rausgeflogen? Im Halbfinale gegen den späteren Gewinner, der FC Bayern München. Aber krass, Dortmund hat nicht... Ja, okay, die sind auf PSG getroffen.
Aber Dortmund hat vor allem in der Liga sehr gut, ich sag mal, performt, allerdings nicht in den Wettbewerben sonst. Gucken wir nochmal kurz auf die Torjägerliste der dritten Liga. Bakir ist tatsächlich auf dem siebten Tabellenplatz mit 14 Toren, aber ganz vorne natürlich Schuler, das wussten wir ja schon. Bakir ist der beste Passgeber bzw. Vorlagengeber mit 21 Vorlagen, das ist krass. Adjani auch mit 8, ja, relativ fein abgeschlagen, muss man mal sagen. Noel auch dabei, genauso wie Freischuler und Stoppekamp. Man muss aber auch sagen, ne, Adjani hat am Ende des Tages nicht mehr so viel gespielt, war vor allem in der Hinrunde extremst wichtig aufgrund seines Tempos. Und dann kam halt Noel immer mehr und spielerisch wurden wir auch immer besser, von daher passt das schon. Müssen wir auch mal gucken, wie wir mit dem weiter planen. Gibt nämlich viele Spieler, wovon ich bereit wäre, mir auf jeden Fall mal ein Angebot anzuhören. Und ey, Digga, wir sind Trainer des Monats. Sexy Bild. Spiele 2, Siege 2. Lewandowski ist zum Spieler des Turniers in der Champions League gekürt worden, obwohl die im Halbfinale raus sind, krass. In der Conference League wurde es Roger von OD Levante und in der Europa League Oyarzabal von Real Sociedad, den sie auch am Ende des Tages gewonnen haben. Ja, und der Sebastian Krause, der hat halt einen Megasprung gemacht, also das war echt krass. 9 Punkte einfach mal nach vorne, hat sich gelohnt, der Wechsel vom Zentralmittelfeldspieler zum linken Flügelspieler, aber auch geile Position, ne? ZM, ZDM, was der eigentlich kaum konnte und jetzt linker Flügelspieler rasiert. Ansonsten Schuler, Bakir und Stoppekamp und Adjani mit den meisten Toren auch für uns. Mölders kommt auf 7 Saisontore. Noel darf man nicht vergessen, ne? Der hat halt extrem an Gesamtstärken gewonnen, aber daher auch mehr oder weniger nur eine halbe Saison so richtig durchgespielt, glaube ich. Aber auch extrem stark. Hetwa in den letzten zwei Spielen auch endlich mal performt, hat mich sehr gefreut, hat so eine 62er Gesamtstärke. Ich glaube, die letzten beiden Spiele haben den nochmal richtig gut getan. Ja, man muss generell sagen, dass sich die komplette Mannschaft extrem gut entwickelt hat, ne? Bakir auch von einer 62 auf eine 69 ist auch extrem stark. Quattro auch auf eine 69, Stierlin auch wenn ich mit dem absolut nichts anfangen kann. Gembalis hätte ich vielleicht auch gerne ein, zwei Punkte mehr gesehen, bin ich ganz ehrlich, weil er hat eigentlich sehr, sehr viel gespielt. Çalhanoğlu mittlerweile auch schon auf der 67, was auch sehr, sehr stark ist. Hat einen guten Antritt, Sprintgeschwindigkeit, muss auch noch ein bisschen dran arbeiten. Lässt sich aber verdammt gut spielen, muss man sagen. Adjani hat sich um einen Punkt verbessert. Florian Fleck immerhin 3 Punkte. Ja gut, Stoppekampf wird immer schlechter, haben wir auch schon gegengearbeitet, kann man nicht anders sagen. Sascha Mölders hat sich ebenfalls verschlechtert, aber war kaum zu sehen. Niklas Sommer hat immerhin 4 Punkte plus gemacht. Hat es aber auch schwierig gegen... Hat es allerdings auch schwer gegen Fälscher, kann man nicht anders sagen. Grohe 4 Punkte plus gemacht, hat auch nicht so viele Spiele gespielt, beziehungsweise oftmals nur Ersatzspieler gewesen. McDonald immerhin 5 Punkte plus gemacht, was auch geil ist, kann auch sehr, sehr viele Positionen bekleiden, was extrem geil ist. Ja gut, Ikeen immerhin 3 Punkte plus gemacht, muss man auch sagen, ist gar nicht mal so verkehrt, kommt damit fast an Mölders ran. Hetwa 4 Punkte plus gemacht, erwarte ich demnächst ein bisschen mehr. Endualo werden wir definitiv verkaufen, Friedrich würde ich gerne verleihen. Mats Jäger vermutlich ebenso. Gündogan werden wir vermutlich verkaufen. Der bringt uns jetzt nicht mehr so viel weiter. Schabbing eventuell auch ein Verkaufskandidat. Und Maya gucken wir mal. Also alles in allem, ich bin mit der Entwicklung unserer Mannschaft unglaublich zufrieden. Echt. Also es war eine hervorragende Saison. Vorlagen hat gegeben Bakir mit 21. Das ist so krass, finde ich. 21 Vorlagen finde ich einfach unfassbar heftig. Ohne Scheiß. Dahinter Noel mit 8. Schuler ebenfalls mit 8. Adjani mit 8. Aber 21 Vorlagen, Digga, das ist so heftig. Das ist richtig heftig, ohne Witz. Alleine, das sind einfach 21 Vorlagen, die er in der dritten Liga gegeben hat. Das ist viel, das ist sehr, sehr viel. Dann gucken wir uns auch mal kurz die Durchschnittsnoten an. Bakir und Jan-Lukas Schuler ganz weit oben mit einer 7,6 Durchschnittsnote, was schon sehr, sehr gut ist. Marvin Adjani mit einer 7,1 und wie gesagt, Kerim Çalhanoğlu hat sich sehr, sehr gut spielen lassen mit einer 7,1. Immerhin 4 Spieler mit einer 7 vor dem Komma, was schon sehr, sehr geil ist. Vincent Gembel ist tatsächlich nur eine 6,6, genauso wie ein André Hoffmann. Okay, verstehe ich eventuell ein bisschen, weil wir hatten lange Zeit Probleme mit der Verteidigung, ne? Die wurden halt erst später wirklich stark. Aber so sieht es doch eigentlich voll in Ordnung aus, ganz ehrlich. Darius Gündogan ist dann jetzt wieder bei uns, wird uns aber wahrscheinlich relativ schnell wieder verlassen. Und dann ist Leo Weinkauf zurück zu Hannover 96. Wir müssen uns definitiv Gedanken darüber machen, ob wir den zurückholen oder doch Köln holen oder einen anderen Keeper, weil es ist halt alles eine Geldsache, ne? Wir beenden jetzt auf jeden Fall die Saison, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Kann ich nicht anders sagen. Und damit gucken wir jetzt mal in die nächste Saison rein. Ja, Bewertung sollte wohl ganz gut sein, würde ich mal behaupten. Ich weiß gerade ganz ehrlich, keine Ahnung, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, welches Turnier wir nehmen sollen, weil sie alle dieselbe Schwierigkeit haben. Ich würde jetzt aber mal dazu tendieren, dass eventuell das European Shield Cup, was auch immer, etwas einfacher wäre als das mit dem Preisgeld von 2,5 Millionen, weswegen wir jetzt einfach mal das mittlere nehmen und hoffen, dass das kein Fehler ist, weil Geld wird uns verdammt gut zu Gesicht stehen. So, Dele, Verein bearbeiten machen wir natürlich in der nächsten Folge.
Beziehungsweise, ich glaube, wir werden gar nicht allzu viel machen, weil es wäre Schwachsinn, das Stadion aktuell zu verändern, sind wir mal ehrlich. Und wir haben 7,4 Millionen Euro zur Verfügung, ist tatsächlich gar nicht so wenig. Und sollten wir dann nochmal die 2,4 Millionen Euro des Turniers gewinnen, wäre natürlich unfassbar geil. Dann wären wir bei ungefähr 10 Millionen Euro, das wäre eine Menge Asche. Und vor allem werden wir auch den einen oder anderen Spieler verkaufen wollen. Aber das machen wir in einem Art Extra-Video, würde ich mal sagen. Da gehen wir ein bisschen genauer auf Transfers an, was ich plane, weil das passt jetzt hier nicht mehr so lange rein, weil ich glaube, die Folge hier wird schon echt verdammt lange sein. Was ich allerdings noch tun werde, ist definitiv Leo Weinkauf auf unsere Transferzentrale schicken, weil, wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, dass wir den eventuell wiederholen, weil ein bisschen Geld haben wir ja tatsächlich zur Verfügung. Ey, das ist jetzt nicht sein Ernst. Nils Petersen hat jetzt tatsächlich einfach seine Karriere beendet. Was zur Hölle, da stand immer, sein Vertrag läuft in 3 Monaten oder so aus und jetzt hat er einfach die Karriere beendet. Will er mich verarschen oder war das los? Meine Fresse, was ein Typ. Ich wollte doch unbedingt verpflichten. So eine Scheiße. Okay, das bedeutet, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, wäre definitiv Anthony Uja zu holen als Ersatzstürmer. Ich glaube, das würde ich sehr, sehr feiern. Ich glaube, das wäre echt geil. Und als Rechtsverteidiger eventuell Lukas Klünter. Weil ich habe gerade gesehen, der hat doch keinen Vorvertrag unterschrieben. Und den zu holen, wäre ja auch maximal geil. Der würde halt mega gut reinpassen, sind wir mal ehrlich. Ey, den würde ich ja extremst feiern. Lukas Klünter und Uja. Also dann würde ich tatsächlich noch Klünter bevorzugen, weil der wäre halt absoluter Stammspieler. Ey, ich würde definitiv sagen, den holen wir uns. Und dann von mir aus auch noch Uja. Geben wir halt ein bisschen Handgeld dazu, damit das halt auch einigermaßen realistisch ist und so. Aber das wäre echt passend. Auf den habe ich Bock. Digga, das schreibe ich mir ganz oben auf die Liste. Ohne Witz, den versuche ich uns im nächsten Part zu sichern. Das wäre geil. Gibt generell ein paar interessante Spieler. Gut, Berggren ist keiner davon. Al-Ghadoui wäre einer. Plockmann könnte man überlegen, den haben wir allerdings schon mal geholt. Hat eine 65er Gesamtstärke, da fände ich Köln schon ein bisschen cooler, muss ich sagen. Aber Klünter, ey, der wäre ja mega geil. Ich muss auch sagen, diese Trikots der freien Spieler sehen auch sehr geil aus, by the way. Ich habe natürlich jetzt auch mal Weinkauf auf die Liste gesetzt, ne, wie es sich halt auch einfach gehört. Ich muss aber auch sagen, Robert Zieler hat die gleiche Gesamtstärke und war wahrscheinlich extrem billig. Ne? Da müssten wir uns wahrscheinlich aber trotzdem in der nächsten Saison wieder nach einem Torwart umsehen. Aber der wäre halt echt billig zu haben, ne? Aber vielleicht wäre der für ein, zwei Saisons gar nicht schlecht. Ey, es ist alles nicht verkehrt. Oder wir nehmen halt direkt ein bisschen mehr Geld in die Hand, holen Weinkauf zurück. Oder halt tatsächlich Philipp Köhn, der halt auch schon in der MSV Duisburg Jugend gespielt hat. Darf man auch nicht vergessen. Kriegen wir wahrscheinlich auch günstiger als 1,5 Millionen geschossen oder für 1,5 Millionen. Müsste man halt alles gucken. Flecken wäre ein bisschen zu teuer. Aber wenn ihr noch weitere Ideen habt, schreibt das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Wir werden wahrscheinlich so eine Art Extra-Folge machen. Und ich glaube, ich bin mir fast schon sicher, dass wir definitiv versuchen werden, Klünter zu verpflichten, weil, ihr habt es gerade schon mitbekommen, ich würde den extremst feiern, ohne Witz. Das wäre ein mega krasser Transfer. Und vor allem ein perfekter Rechtsverteidiger. Guckt euch seine Sprintgeschwindigkeit mal bitte an. Ey, der wäre mega big, ohne Witz. Das soll es jetzt aber mit dieser XL-Folge auf jeden Fall mal gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Zeigt es gerne anhand von einem Daumen nach oben und schreibt definitiv eure Meinung zur Saison und natürlich auch zu möglichen Neuzugängen sehr, sehr gerne in die Kommentare. Definitiv auch mal zu Klünter und Uja, die günstig zu schießen werden, vielleicht für die zweite Liga auch gar nicht so verkehrt. Oder wir konzentrieren uns vielleicht doch auf einen Piringer oder einen Tigges oder so. Kann man natürlich dann am Ende des Tages auch mal überlegen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Guckt bei Instagram vorbei, like die Fotos und folgt mir da sehr, sehr gerne. Würde mich extremst freuen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge der MSV Duisburg-Karriere endlich in der zweiten Liga. Dann auch vermutlich, hoffentlich mit neuen Trikots. Ich bedanke mich fürs Zuschauen damit. Ciao.